Ayo, was geht, Freunde? Ich hab's für euch und herzlich willkommen zur vierten Folge von Let's Play Resident Evil 4, meine Freunde. Ja, die nächste Folge ist auf jeden Fall am Start. Wir waren gerade vorhin bei Dings, haben uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen Ausrüstung besorgt, haben ein bisschen die Waffen getunt, dies, das. Haben wir das gerade vorhin bei dem? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, es geht weiter, Freunde. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte wirklich lange nicht mehr bei dem Projekt so viel Spaß wie bei Resident Evil 4 derzeit. Wir haben immer noch den 6.1. Das ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Folge, die ich gerade am Aufnehmen bin. Einfach, weil es gerade so viel Bock macht, das Game wieder zu zocken. So, dass es halt wirklich, ja, nicht mehr zu... Ich weiß gar nicht. Warte. Kann man einfach nicht erklären. So, es macht einfach... Todesbock einfach zu zocken, so. Und ich hoffe, euch macht's genauso Spaß, das Spiel, wenn wir diese ganzen Mistgewunder da runterschießen. Digga, wie dahinter sich freut, Digga, ich finde das so geil. Sie freut sich einfach so richtig den Keks ab. So, ich finde das so geil. Ach, Ashley, Legendenmädchen. So. Wir werden auf jeden Fall erstmal hier rüber müssen. Weil da nämlich ein Kollege wartet, der vernichtet werden muss von uns. Und das wird auf jeden Fall etwas sehr, sehr Unschönes. So viel möchte ich schon mal sagen. Aber ich frage mich, ob wann wir denn einen... Ich glaube... Nachdem wir diesen Wichser geholt haben, kriegen wir auch einen etwas größeren Koffer, glaube ich. Weil ich mag größere Koffer, bin ich ehrlich. Kapizapi. Einfach aus dem Grund, weil... Ja, keine Ahnung, Digga. Größere Koffer sind einfach nice, so weiß ich, man. Sind halt einfach nice, weil du kannst aber viel, viel mehr Sachen tragen. Und das ist halt auch was sehr, sehr Cooles. So. Gehen wir erstmal hier rüber. Wunderbar, erstmal diese hohen Zöne. Abgeschlachtet, 30er TMP Munition. Nehme ich natürlich gerne mit. So. Tun wir den Kollegen erstmal schön. Ja. Aber merkt schon, dass wir die Pistole auf jeden Fall geupdatet haben, was den Schaden angeht. Hier, das Blut ist noch frisch, hat hier ein Ritual stattgefunden. Da lag übrigens Ada. Wieso ich das weiß, werdet ihr noch mitkriegen. So, und hier ist nochmal ein gelber Stein. So, wenn wir jetzt hier auf Schlüssel und Schätze gehen und auf Kombinieren, haben wir hier untersuchen eine Gießkanne mit allen drei Farben. Was sehr wichtig ist. Übrigens, ich habe gar nicht gewusst, dass das Teil da drin ist. Ich habe einfach geraten. Was sehr, sehr wichtig ist, weil wenn wir das Teil jetzt verkaufen, kriegen wir auf jeden Fall ja ein bisschen was an Kohle. So möchte ich es mal ausdrücken. Und apropos Kohle, wie viel haben wir denn aktuell? Wir haben gerade 90.950. Wir haben ja gerade, wie gesagt, in der letzten Folge sehr, sehr viel ausgegeben, was das Tuning von unseren Waffen angeht, da wir so oder so keine neuen Waffen kaufen. Und die einzige Waffe, die ich mir halt neu geholt habe, war halt die TMP. So, 50er, 10er, 10er. Und bei dem könnten wir jetzt noch kaufen. Hatte was Neues? Ich glaube nicht. Was? Ja, das ist cool. Ja, wie gesagt, getunt haben wir alles. Und wenn wir jetzt verticken wollen, dann gehen wir jetzt hier zum Beispiel hier drei Stück und verkaufen ungefähr 20.000. Können wir das jetzt verkaufen? Das brauchen wir noch, weil da brauchen wir noch drei Amulettperlen. Also da drin sind drei Kerben, da müssen wir die mit rein kombinieren und dann hätten wir hier auch sozusagen ein... jo, jetzt haben wir hier 116.000, also 26.000 plus gemacht. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und wenn wir schon über 100k an Münzen haben,
Dann können wir die ja auch für geile Sachen ausgeben. So, Ashley, ich würde sagen, du verkriechst dich jetzt hier, weil da drin befindet sich ein Typ, der hat auf jeden Fall... Mit dem ist nicht zu spaßen. You better stay outside. Ashley, go hide. Yeah. Hasta luego. Wie schon erwähnt, mit dem Typen sollte man lieber nicht spaßen, weil das kann böse enden, Freunde. Das kann böse enden. So. Kurz nachladen, wir haben ja genug. Oh Gott. Boah, der Typ schluckt schon sehr, sehr viel. Also, muss man wirklich so sagen, der schluckt schon anders viel, der Wichser. Endlich hier, Alter. Junge, Junge, Junge. Was ein Hundebengel. Warte, bam. Bam. Nee, nee. So, jetzt. Ach, Scheiße, Mann. Ach, fick dich, du und so. So, jetzt ganz wichtig. Heilung. Ach, ich bin dumm. Warte nochmal. Ai. Ich mach grad ein bisschen Scheiße, Digga, bin ich ehrlich. Warte. Hier erstmal nachladen. Ah, ich kann gar nicht, ich kann mich gar nicht abwehren, ach so. Hetze. Geil. Geil, geil, geil. Glassorge, dieser scheiß Hurensohn, Digga. 30.000, geil jetzt. Bevor wir hier rausgehen, ich habe noch 7 TMP Moon. So, jetzt habe ich 57. Schaue ich mich erstmal um und hier gibt es nämlich sehr viele Vorräte, die man einsammeln kann. Ich
Hier Shotgun-Munition zum Beispiel, oder hier ein grünes Kraut. Dieser hässliche Bastard, Alter, Walle. Das war dieser fette Hurensohn, den haben wir jetzt abgeschlachtet. Der Junge, der hat abgefuckt, Alter, weil Gott. Okay, ich habe beide benutzen müssen. Ist aber nicht so schlimm. Was haben wir hier noch? Ich muss sagen, Leon ist wirklich einer der geilsten Charaktere, die es gibt. Ohne Scheiß, wirklich einer der geilsten Spielecharaktere überhaupt. So. So, erstmal heilen. Perfekt. Großartig. So, dann hier runter. Und jetzt, wo war der Ausgang? Der war hier. Sehr schön. Are you okay, Leon? Ja, I'm fine. Alles gut. Noch ist alles im grünen Bereich. Hätte sich aber sehr schnell ändern können. Also, wir hatten wirklich, was das angeht, wir hatten wirklich Glück. Glück, Glück, Glück. Weil der Kollege, der ist wirklich... Kollege Schnürschuh, der ist wirklich böse. Oh Gott. So, was ich jetzt aber nur brauche, Digga, ist das hier. Gesundheitsspray ist wirklich das Wichtigste, was es gibt. Leider nur für Dings, also wie heißt das? Leider nur eine pro Händler. Aber Erste-Hilfe-Spray ist wirklich so, ja, eines der wichtigsten Sachen in Resident Evil, ne? Schon immer gewesen. Okay, dann jetzt mal hier rüber. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal das Glasauge. Was sehr wichtig ist. Weil mit dem Glasauge haben wir jetzt die Möglichkeit, Dings zu machen. Durch diese Tür. Ne, hier, du weißt Bescheid. Genau, und wunderbar. Cool, Digga, elektronisch sogar. Das ist ja diese Burg. Die Spezialburg. Genau, die Burg des Verderbens. Oh nein. Scheiße, Digga. Ach, sind gar nicht so viele. Komm, weißt du was hier? Komm hier, Junge, es ist ja... Willst du mich anpusten? Schlechte Entscheidung. Wunderbar. Was soll schon passieren, Digga? Wir klatschen die alle weg, die Hornzähne. Cool. Nochmal ein Zehner. Die können ja nicht unendlich spawnen. So. Okay, warte. Ich habe jetzt insgesamt 90 für die TMP. Dann machen wir das so. Ich lade hier erstmal nach. Dann haben wir noch 9. Warte, 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 warte. So. Dann machen wir das hier so, dass wir hier das hier tun. Perfekt. Cool, ah, das sind diese Kristalle. Da gibt es keine Spindel. Geile Matiko.
Da gibt es keine Spindel mehr, sondern diese Dinger. Was auch sehr cool ist. On the other side of the bridge. Yeah. I got it. Bank country. You take that one. Okay. Ready? Come on. Yeah. Jawohl, und wir haben das Kapitel geschafft. Kapitel 2, 3. Nächstes Kapitel 3, 1. Wunderbar. Wunderbar, 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 wunderbar. Jetzt sind wir sozusagen in der legendären Burg angelangt. Und ja, Kapitelende 2-3. Auf jeden Fall ganz entspannt. Ganz, ganz entspannt. So. Wunderbar. Jetzt sind wir hier angelangt. Komplett neues Kapitel. Komplett neuer Bereich. Fünf Shotgun-Munition. 5000. Das wusste ich, deshalb habe ich geschossen. Dass sich hier noch eine Pissschlange befindet. So. Master, wie geht's? Welcome. Dann zeig mal, was du hast, Bro. Got some rare things on sale, stranger. Jetzt bin ich gespannt. Aktenkoffer Large nehme ich sehr gerne mit. Schatzkarte Buch nehme ich auch gerne mit. So, hier haben wir die Blacktail, die Broken Butterfly. Die neue Shotgun, das neue Sturmgewehr, den Minenwerfer, Zielfernrohr für halbautomatische Sniper, Zielfernrohr für den Minenwerfer. Ja. Tune können wir die Pistole. Nice. Nee, ich bin noch nicht fertig. Wenn wir schon tunen können. What are you buying? Ach so, okay. Thank you. Okay, das haben wir nicht mehr genug Kohle. Was kann ich verticken? Nüsse verticke ich nicht. Is that all, stranger? Is that... So, noch für 750, was brauche ich nicht? Komm, einer kann man mal verkaufen. Kann ich mir hier das hier leisten. Sehr schön. Muss man ja auch machen. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Also, wir haben erstmal einen größeren Koffer. Was sehr wichtig ist. Wenn wir zum Beispiel untersuchen. Da sind wir schon fast Maximum. Hier sieht es auch schon ziemlich gut aus. Und Shotgun natürlich auch super wichtig. Sehr, sehr wichtig natürlich. So. Hier natürlich, hier die ganze Munition. Dann hier das Ei. Eine Spindel, gell? Geil, 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 geil. Okay, jetzt ist die Frage. Nein. Brauche ich nicht. Ja, geil.
Warte, wo ist der Hurensohn? Komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Och Mann! Och komm, Digga! Ja, scheiße, Mann. Das ist. Hätte ich. Na, ich hätte besser heben müssen, egal. Machen wir es nochmal. Der erste Fail, Freunde. Der erste Fail. Okay, jetzt weiß ich aber, wie ich es mache. Ist nicht schlimm, alles cool. Wir werden noch viele weitere Fails haben, sage ich euch, wie es ist. Von daher nicht schlimm. Jetzt erstmal kurz abchillen, so rein. So, siehst du, so easy. Wunderbar. Wunderbar. Scheiße. Ein gelbes Kraut. Geil. So, jetzt lass ich mal kurz gucken. Sehr schön. Wir knallen erstmal die ganzen Hurensöhne ab, die mir diese Scheiße werfen. Wo quatschen diese Hurensöhne, Mann? Bam. Wunderbar. Von denen gibt's doch noch mehr, oder nicht? Ah, warte, hier. Wunderbar. Okay. Och. Oh, ihr Hurenbastarde, Mann. Wo ist denn der Wichser, Mann? Ach, komm schön. Ach, das ist doch scheiße. Alles wieder von vorne, oder was? Ja, blas mir doch den Nuckeljus, Alter, du Hurensohn. Ach, Mann. Ja, soll ich denn das machen, Digga? Abchillen. So, rein hier. Eins des Todes, easy, Digga. Bam. 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 Wunderbar. So, nochmal 30 TMP. So, hier. Hier, gib mir das Pisskraut. Warte hier, Liebes. Dann hier der Hurensohn. Der war sick. Ja, ich weiß, deine Mutter ist ein Hurensohn.
So. Kann ich das von hier aus sehen? Wer da was schießt? Ach, das ist der Basic. So, perfekt. Siehst du, großartig. War doch nicht schwierig. So, dass wir hier dieses Teil drehen. Und schießt hier die Scheiße. Bam. Wunderbar. Wunderbar. So, nicht anders. So, was gibt's hier noch zu holen? Bestimmt noch irgendwas. Ja, gucke da. Sieh einen an. Brauchen das zum Goldfarmen. So, ich gehe jetzt nochmal zurück. Und schlachte nochmal diese Hundesöhne ab. Ist hier vielleicht noch etwas? Ja, guck an. Kraut, Spindel, Granate. Was ist denn das? Wird hier Blut reingefüllt oder was? Keine Ahnung. Okay, hier haben wir alles untersucht. Wie sieht's denn hier aus? Ist hier noch was? Nö, scheint nicht so. Okay. Na gut, interessant. Interessant, interessant, interessant. Wie sieht es denn mit den Schätzen aus? Den Schatz haben wir gefunden. Dann würde ich sagen, ab geht's hier rüber. Und... Welcome. Welcome. Got some rare. What are you buying? Ja, für die Shot genau, die braucht keiner. What are you selling? So, was wir verticken erstmal. Diesen Armreifen, weil den ich brauche. Das hier und das hier. Und schon nochmal wieder 18.000. So macht man Kohle, Freunde. So macht man Kohle. Okay. Na, Hannigan. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. They must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck. Das ist mal wieder typisch. Wait. Follow me. Nee, nix wie wait. So, erstmal das hier. Na, was ist das hier? Platin-Schwert. Werden wir gebrauchen. So. Bam. Bam. Oh, nee. Die schlucken ein bisschen mehr als die anderen. So, dann machen wir es so. Weg, 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 weg. Chuck. Dann wieder zurück. Hör wieder lach, Digga, wie ein Hund so. So. Wunderbar. Wunderbar. Ashley, wo sind Sie? So, kurz mal reloaden. Auch das ist wunderbar. Hat er was? Nein, hat...
Leder hat etwas, 1400. So, hier unten habe ich keine Lust auf Spielchen, sage ich dir, wie es ist. Wunderbar. Genau so, nicht anders. 4500. Großartig. Aber die Roten, die sind speziell behindert. Das muss man so sagen. Goldschwert. So, das Einzige, was wir tauschen, das müssen wir tauschen. Nee, nee, nee. Bam. Platinschwert. Und hier unten. Goldschwert. Weil man sieht es ja auch in den Farben. Platin, Platin, Gold, Gold. Und schon können wir hier durch. Sehr schön, großartig. Und jetzt auch gleich wartet jemand auf uns. Haha. Leon! Louis! I've got something for you guys. What? Oh shit! I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He is better with the ladies, I'm sure. Why are you... It makes me feel better. Let's just leave it at that. Damit es ihm besser geht, heißt das, der hat was hinter unserem Rücken gemacht? Scheint nämlich so. Okay. Oh Gott, das ist Gelache, Digga. Dieses Gelache von dem Hurensohn. I was starting to wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramón Salazar, the eighth castellan of this magnificent architecture. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Saddler. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. My, my. We've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or, Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. I'm never turning into one of them. Never! Got that right. We'll find a cure. Jesus Christ. Wait. Nein, nein. Follow me. Wir wollen durch. Oh ne. Ah, ich weiß was. Oh, wir brauchen jetzt diese Teile. Och nein. Die zu bekommen wird kritisch. Ach, die zu kriegen von die wird richtig ekelhaft. Na gut, wir wissen Bescheid. Aber das ist ein ziemlich geiler Abteil des Spiels. Muss man wirklich so sagen. Ziemlich geiler Abteil. Und eine Freude, diesen wieder zu spielen. So. Munition, 93 Schuss haben wir. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Na gut, dann würde ich sagen, links ist ja verschlossen, das weiß ich. Dann ab geht's hier durch. So, wunderbar. 800. Prüfen. Ah. 5000. War das als Schatz markiert? Nee. Moment mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment. Moment. Aha. Ha! Was habe ich gesagt?
Wunderbar, Nummer 1. Nummer 1, Nummer 1. Wait. Ah, scheiße. Scheiße. Etwas Gelbes. Und was ist das hier? Louis Serra gefangen. Ich habe erfahren, dass Serra die Burg betreten hat. Warum er von seiner Flucht zurückgekehrt ist, ist mir unverständlich. Warum er von seiner Flucht kehrt, ist mir unverständlich, okay. Aber wir müssen die Gelegenheit nutzen, um ihn fangen. Die beiden Amis holen wir dann, wenn wir Serra haben. Anscheinend hat er beim Stellen unserer Probe einige Impfstoffe mitgenommen, aber die Impfstoffe können wir verzichten, aber nicht auf die Probe. Ich bin sicher, dass noch jemand, der noch eine Gruppe verwickelt ist. Wenn dieser andere unsere Probe bekommt, wird die Welt nicht das werden, was wir wollen. Wir müssen Serra so schnell wie möglich ergreifen. Ja. Die können wir nicht durch. Ah. Gefängnisschlüssel. Ja, geil. Okay, Munition haben wir nicht mehr. Was ist das hier? Hier ist doch bestimmt was drin. Oder? Nee. Ab und einmal ist hier was drin, aber selten. Selten. Leider nicht immer. So, wunderbar. Was ist hier, meine Damen? Oh nein. Oh Gott. Warte. Sehr schön, zwei Shots. So. Wunderbar. Wunderbar. Ich sag doch, die Shotgun zu tunen ist das Beste, was es gibt. So. Wir machen das hier so. Machen das so. Warte, bam. Bam. Das ist alles Heilung. Oder ne, was ist das? Bam, bam. Das ist alles Munition. Und das hier ist alles. Granaten. Gut. Nehmen wir wieder die. Weißt du was, ich spiele ein bisschen mehr mit der Pistole, weil. Irgendwie haben wir so viel von davon, dass. Follow me. Ah ne, warte. Was vergessen? Wir müssen natürlich diesen Hebel da runter repetieren. Damit wir überhaupt. Hier siehst du. Hier auf die andere Seite können. Ganz vergessen. Bam, 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 bam. Ach du Hurensohn. Komm mit Ash. Warte, Ash. Nimm das, dann geht's dir besser.
Wunderbar. Da kommt das Tuning der Pistol gut in guter Form. Wunderbar. Wunderbar. Gut, Headshot-Multiplikator auf jeden Fall. So, nochmal 30. Und jetzt hier schon mit dem Messer. Wunderbar. Hat er was? 1600. Und hier nochmal ein 10er-Pack. Ja, das ist doch herzallerliebst. Und durch die Tür. Oh nee. Also daran kann ich mich noch erinnern. Warte. Wir machen das so. Bam. Wunderbar. Bam. Ich auch nochmal. Wunderschön. Oh, nee, nicht noch mehr, Digga. Wie viele denn davon? Du Hurensohn. Ashley, komm. Wie schlucken die denn? Ich wusste, da hat was, Digga. So, wunderbar. Den ein bisschen geschwächt. Komm mit, Ash. Ach, scheiße, Mann. Ja, wenn du verheimst, ist es richtig scheiße. Komm, bam. Und jetzt nochmal. Sehr schön. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Alter, nochmal von diesen Horns. So, gehen wir Ashley, da hat die ein bisschen mehr vom Life. So, dann hier alles richtig einsortieren. Jawohl. Oh, ihr seid solche Hurensöhne. Bastard, Alter. Ich hab sie gerade geheilt und ihr schlägt sie wieder. Ihr Untermenschen. Unterzombies, Digga. Boah, die schlucken aber viel mehr, Digga, als die anderen. Merkt ihr, die schlucken viel, viel mehr. Okay, Ash Bash ist aber nicht so schlimm. So, ja damit. Na komm.
Wunderbar. Okay, ach, ich glaube, wir müssen unten was machen, glaube ich. War da was? Ich glaube schon. Da kommen die Bohnen wieder hoch, ekelhaft. Aber die waren lecker. Mhm. Wunderbar. Warte. So. Ach so. Erstmal Ashmash rüber. Teilungsmäßig haben wir leider nicht so viel. Da würden mir die Fische gar zurechtkommen. Ashley. Weißt du was, Digga? Ja, Missgeburt nervt mich langsam. Ja, nervt mich langsam richtig, Digga. Warte kurz, ich schlapp die kurz ab. Sehr schön. Komm ruhig nach unten, Bro. Bam. Du Hundesohn. Komm mit. Wo sind die Hunds? Da unten wahrscheinlich. Warte, den schnapp ich mir. Nicht. Komm her, komm her. Ah, die sind oben. Oben irgendwo müssen die sein. Komm, kurz übernehmen. Weil bis die, Digga, dauert 500 Jahre. Wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. Okay, oh Gott, ich hasse das. Ich weiß. Oh, ich hasse das, Digga. Ich hasse das. Warte kurz. Shotgun Moon. Sniper brauche ich nicht, aber okay. Weil lass mich erstmal alle Vorräte einsammeln, bevor wir hier irgendwas machen. Ein Spray. Oh, oder die Waldfee. Okay, das war alles. Na gut. Watch out for me. Was denn sonst, wenn ich wache? Finger weg.
Sehr schön. Nummer 1. Finger weg. So. Das ist gleich Ash. Du hast das gleich erst noch 10 Kugeln, verdammte Ficke. Okay, bis die kommen, dauert's eh noch. Jawoll. Komm hier runter. Runter, runter. Oh. Schön. Du Dreckiger. Na komm, geh beim Moon. Ach, du gibst ja gar nichts, Hunde sind scheiße. Egal, wir haben es geschafft. Okay, war einfacher, als ich gedacht habe. Ja gut, dann mit der TMP, Digga, da geht's das wirklich babababam, da ist wirklich kein Problem. Deshalb liebe ich diese Waffe, Digga. Gott sei Dank habe ich es mir geholt. Hä? Ash ist doch da? Was ist zurücklassen, Digga? Was Quatsch für eine Scheiße? So, wunderbar. Oh, ja, ja. Katzi, wo bist du? Wo bleibst du? Da muss ich kommen. Und? You alright? I'm fine! Leave me alone! Ashley, wait! Ashley! What's going on? Ashley, I'm coming for you. Ja, bis das passiert, Digga. Scheiße, Bruder. Belastend. Egal. Trefferquote 74%. 54 Gegner eliminiert. Zweimal verkackt. Ja, macht aber nichts. Das ist auf jeden Fall okay. Also kann man auf jeden Fall lassen. Ist auf jeden Fall eine ordentliche Portion an, Kapitel gewesen, was wir heute gemacht haben. Wir sind jetzt gerade bei 53 Minuten und da würde ich es auf jeden Fall sagen, Freunde, dass wir hier, was das angeht, auf jeden Fall ne? Weißt du Bescheid? Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes, I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Dieser dreckige Wurmzug, na warte, okay, ich habe keine Munition mehr, sieht's mit dem Inventar aus? Naja. Naja, aber warte mal. Da haben wir ja noch einen Händler, ne? Ein Meister des Handels, 91.000 haben wir wieder, kranke Scheiße. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, Digga, wir haben wieder richtig viel Kohle gemacht. Richtig geil. Is that all, stranger? Geil, Digga. Ladegeschwindigkeit erhöht. Und nice one, Digga. So will ich das. So will ich das, Bruder. Na gut, Freunde. Noch ein Kraut. Dann verabschiede ich mich, wie gesagt, hier mit der... Warte, die Munition will ich noch aufheben. Mit der Folge war auf jeden Fall ziemlich cool. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und hat sehr viel Spaß gemacht.
Die Granate stabil. Und wir sehen dann, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht. Ashley wurde jetzt entführt. Und wir müssen sie jetzt wieder retten. Wenn euch die Folge gefallen hat, Freunde, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich sag noch ein Wort. Checkt die Meats. Und fickt die Juden. Bis dann, Freunde. Haut rein.